Ja, jetzt darf ich mich aber wieder heilen gehen dafür. Das heißt, ich versuche jetzt hier irgendwo ein Pokémon-Center aufzusuchen. Ah, ich sehe einen im Horizont. Aber dafür. Oh. Oh ne, die kämpft die von da aus. Gehen wir erstmal runter hier. Ich muss jetzt echt vorsichtig sein. Mist. Okay, ja, das ist nicht weiter schlimm. Ist ja nur ein wildes Pokémon. Das Wichtige ist, dass ich den Trainern ausweiche. So, und das ist auch schon eine entwickelte Form von Datiri, oder wie der heißt, oder? Wahnsinn. Okay. So, dann. Okay, daran vorbei. Ich gehe extra langsam. Weiß ja nicht, ob der gerade auch noch drin ist. Okay, jetzt kann ich mich mal ein bisschen beeilen. So, und ins Pokémon-Center. Und dann kämpfen wir uns durch die Route von der anderen Seite durch. Oh yeah. Aber was ich nicht verstanden habe vorher, also glaube ich, wenn ich das jetzt doch richtig verstanden habe, ich kann ja eine ultimative Superattacke einsetzen pro Kampf. Aber das kann ich nur mit einem Pokémon auch pro Kampf machen. Ich habe jetzt Makuhita und Fukano ja so ein Item gegeben, dass sie es können. Ich dachte, die können jeweils einmal die Attacke machen. Aber ich glaube, das geht wirklich nur einmal. Wirklich einmal pro Kampf. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das wirklich auf Dauer auch lohnt, beiden dieses Item zu geben, wenn es eh nur einer pro Kampf einsetzen darf, wisst ihr? Aber ich lasse es jetzt erstmal so, weil es kommt jetzt auch nicht so oft vor, dass jetzt beide hintereinander im Kampf dabei sind. Es gibt viele Pflanzen-Pokémon im Dschungel. Diesmal bin ich im Vorteil, wenn es dann soweit ist. Gegen diese Feuer-Pokémon war ich jetzt nicht so im Vorteil. Aber gegen Pflanzen bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet, mit Fukano und mit Arboretos. Es reicht mit Arboretos. Okay, ich... Warte, was hat er jetzt gesagt? War es doch relevant? Also ich kann mit Glurak fliegen, ja. Achso, er gibt mir einen Tipp für ein Reiseziel. Und ich soll zum Pokémon... Kann ich zum Pokémon-Resort fliegen? War ich da schon mal? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da schon gewesen bin. Ist das nicht das, was wie die Safari-Zone... Nicht Safari-Zone. Wie die... Da, wo die Eier ausgebrütet werden. Doch, da war ich doch schon mal. Glaube ich. Vielleicht. Naja, gut, machen wir weiter. Oh. Ich dachte, ich wollte eigentlich nur Fossilienlabor. Oh, kriege ich hier ein Fossilien geschenkt? Erstmal ist hier ein Item irgendwo. Wo ist das? Jetzt habe ich die Spur verloren. Das liegt in der Richtung hier. Jetzt liegt es nicht mehr in der Richtung. Hä, das verstehe ich nicht. Da oben? Au. Nein, lass mich in Ruhe. Da. Aufwecker. Oh, toll. Ich dachte, jetzt würde vor das Ultra-Item kommen. So, gucken wir mal hier hinter. Da ist noch ein Donnerstein. Oh, damit kann ich... Damit hätte ich auch ein Evoli in einen Blitzer entwickeln können. Tja. Gut zu wissen. Ich muss einen Feuerstein finden. Scheiß auf den Donnerstein. Du gibst mir auch nichts, ne? Wir kommen auf der Traumform. Jetzt dreht sich alles mit der Forschung vom Fossilien. Irgendwann wird so vom Pokémon aus langs vergangener Zeit wimmeln. Toll. Ich dachte, ich kriege hier ein Fossil geschenkt, aber Fehlanzeige. Ein Feuerstein wäre schon echt eine gute Sache, wenn ich das finden würde. Da würden Vergnügungspark und Pokémon, die aus Fossilien wiederhergestellt werden, machen. Okay, viel Glück. Du kämpfst. Wie, du läufst mal weg. Forschen, hier forschen, Leiche, forschen Pokémon. Oh ja, stellt euch mal vor, ihr läuft durch die Straße rum und Kerl redet so mit euch. Und in der Pose auch noch. Stellt es euch mal wirklich vor. Ach ja. Cyril. Cypress Hill. Wie heißt der Kerl? So komisch. Ein Flopper Dix? Ah, den kenne ich, aber. Ist das nicht ein Gestein-Flug-Pokémon? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das ist aber, glaube ich, auch noch aus der fünften Generation. Kann AT-Kraft. Schaden. Ist so mittelmäßig. Ich mache ein bisschen mehr Schaden. Ist gut. Jetzt mache ich nicht mehr so. Oh, fuck, ein Volltreffer. Komm schon. Ja, dann tausche ich. Überraschung.
Aber nicht auf dem Kano. Kano würde jetzt, glaube ich, wenn jetzt Antikkraft im Einsatz auch nicht so gut wegkommen. Macht er sogar wirklich. Das ist echt gemein. So, dann einmal Mogelhieb. Wird ja, glaube ich, kaum Schaden machen. Das scheint wohl wirklich ein Gestein-Pokémon zu sein. Und dann einmal Felsgrab wäre, glaube ich, neutral und Durchbruch wäre auch neutral, aus verschiedenen Gründen. Oh, komm, nicht Doppelteam. Ging daneben. Hat einmal Doppelteam gemacht. Jetzt kommt der Pflücker. One-Hit. Tot. Nicht One-Hit. Komm. Yes, immerhin. Hat er mit 2 KP überlebt, um das noch zu machen. Boah, die Erfahrungspunkte dafür sind... lassen zu wünschen übrig. Jetzt kommt Schilterus. Ich glaube, das ist ein ganz einfach nur ein Stahl-Pokémon, wenn ich... Nee, Stahlboden, glaube ich. Irgendwie so. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. So, zum Glück habe ich ja da nicht die super-duper Spezialattacke eingesetzt mit Vulcano. Mit Makuhita, damit ich jetzt mit Vulcano machen kann, nicht? Yeah, komm schon. Das sollte reinhauen gegen ein Stahl-Pokémon. Vielleicht wird es ja ein One-Hit. Wir gucken mal. Ich meine, das ist ja auch ein unentwickeltes Pokémon, der Gegner. Come on, mit Explosion. Ach, es ist neutral. Scheiße. Warum ist denn das jetzt neutral? Okay, ich habe keine Ahnung. Egal, machen wir weiter. Schelterus. Ist das vielleicht... Vielleicht ist es ja nur ein Boden-Pokémon und entwickelt sich erst zu einem Stahl-Pokémon. Autsch. Aber Autsch ihn selbst auch. So, dann beißen wir ihn zu Tode. Ja, okay, es ist auf jeden Fall kein Stahl-Pokémon. Lag ich wohl voll falsch damit. Oh, die Erfahrungspunkte sind echt Popel. Das Ergebnis meiner Forschung und der Pokémon sind stark. Ja, wisst ihr, was noch stark ist, da ich jetzt wieder zurück zum Pokémon-Center rennen darf? Weil eigentlich schon wieder meine Pokémon alle low sind. Also nicht alle, aber... größtenteils. Geht leider schnell. Ist jetzt nicht so ein Pokémon-Team, was wirklich alles kaputt zerstört. Außer vielleicht Arboretos. Gerade noch. Makuhita, Vulcano und Felinara. Ich habe wirklich den Namen gerade vergessen. Sind schwächeln ein bisschen. Und bei Felinara mache ich mir besonders Sorgen, weil ist ja bereits entwickelt ist. Da gibt es nicht so eine. Es wird ja, es entwickelt sich ja noch und wird dann noch stark. Das gibt's da leider nicht. Item hier irgendwo? Guck mal. Ah. So ein normales Item, ja. Kein verstecktes Item. Wow, ach, das Viech, was ich aus der Prüfung kenne. Ist ein Feuergift-Pokémon, das weiß ich jetzt. Aber ich habe ja schon eh ein Feuer-Pokémon im Team. Alles ist gut. So gesehen habe ich auch ein Gift-Pokémon im Team, weil ich einen Nebulak mit mir rumtrage, weil ich niemals benutze. Ein Hyperball. Check. So, dann kämpfen wir mal. Hey. Trainer gesichtet, angeführt, eingeleitet. Boah, wer bist du denn jetzt? Der Terminator oder was? Oliana. Bitte ist nicht auch ein Pokémon, was ich die ganze Zeit regenerieren kann. Oh, ein Pokémon, was ich die ganze Zeit regenerieren kann. Super, ein Mülltank. Mülltank. Kann die ganze Zeit Milchgetränk einsetzen. Das wird super. Freue ich mich hier richtig drauf. So. Felinara macht sich Sorgen, dass der Kampf schieflaufen könnte. Er hätte dich nach deiner Meinung gefragt. Du bist da zum Kämpfen. Ich mache jetzt einfach mal Schmerzen. Zweimal Sandwirbel und dann tausche ich, damit es zumindest nicht so reinhauen kann. Oh, Geduld. Ne, dann umso besser. Geduld macht dir, glaube ich, einen doppelten Schaden an dem, was ich in 2 Runden an dem mache. Aber wenn ich gar keinen Schaden mache, kommt noch nichts an. Machen wir echt mal die Taktik einfach. Ein paar Mal Sandwirbel drauf. So, das reicht jetzt aber, denke ich. Jetzt kann ich auch versuchen anzugreifen. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Miltank ein Feen-Pokémon ist tatsächlich. Aber das Spiel sagt ja schon, alles ist neutral, alles ist normal effektiv.
Also, es war immer ein Normal-Pokémon früher, ne? Falls jetzt nicht, es ist rosa. Und es ist nach der 5. Generation, dass sich jetzt zum 10. Pokémon gewandelt hat. So, Walzer wird jede Runde stärker, aber wenn es jetzt nicht mehr treffen sollte, weil es ja dreimal Sandwirbel abbekommen hat, wo die Chance sehr hoch sein sollte, dass es mich nicht trifft, weil wenn der Gegner einmal sowas einsetzt, ich automatisch nie treffe, dann sollte ich eine Chance haben. Was sagt man dazu? Dreimal hintereinander trifft der Kerl mich. Nein, im Gegenteil sogar. Na doch, 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 dreimal. Richtig schon. So, wenn es jetzt Vulcano auch noch trifft hintereinander, dann wird es instant besiegt. Wir schauen. Mach mal die Z-Kraft, die Super-Duper-Attacke. Und er trifft! Er trifft. Das ist so ein Computergegner, ne? Das ist so richtig unfair, weil ich glaube, seine Trefferchance sollte relativ, sollte sehr gering sein sogar. Also, so, ich weiß es nicht. Geschätzt 50-50. Er trifft trotzdem jedes Mal. Ohne Ausnahme. Ich kann wenigstens durch Mogelhieb seinen Walzer unterbrechen, der jede Runde stärker wird. Aber er würde ja nämlich so oder so treffen. So, jetzt kann ich's. Jetzt sollte ich es eigentlich besiegen können. Ach, scheiße, es kann Milchgetränk. Oh, nee. Ich hasse es, dass die Computergegner immer so bevormundet sind. Wenn ich einmal Sandwirbel abkriegen würde, seht ihr ja, das ist ja oft jetzt passiert. Einmal Sandwirbel, dann treffe ich einmal automatisch schon mal gar nicht. Beim zweiten Mal, wenn ich Glück habe. Ich mache dreimal Sandwirbel auf den. Juckt den gar nicht. Das will gar nichts passiert. Aber er macht einmal Superschall. Boah. Kann man vergessen, dass ich jemals irgendwo angreifen darf. Außer mich selbst angreifen vielleicht. Ja, scheiße. Das regeneriert er einfach weg. Wie viel macht denn dann zum Durchbruch an Schaden? Ironischerweise, okay, durch den Volltreffer fast genauso viel wie die andere Attacke. Aber durch den Volltreffer. Stampfer! Hast du nicht drei Sandwirbel abbekommen? Muss ich zurückschrecken, diese Runde dadurch? Ich hätte gewonnen. Wenn es mal daneben gegangen wäre und wenigstens mal nicht, wenn er schon treffen muss, ich nicht automatisch zurückschrecken würde. Ja, jetzt können wir uns hier ewig im Kreis drehen. Aber der Kampf ist unfair. Unfair wie sonst was vor allem. Stampfer. Oh mein Gott, es ging daneben. Ich glaube mir selber nicht mal mehr dran. Ging tatsächlich einmal daneben und dadurch durfte ich auch gewinnen und musste nicht sterben. Krass. Level up. Für Makuhita. Ja. Ich werde mal froh, wenn die Verteidigung auch ein bisschen steigt. Überwurf. Ist der Kampfattacke. Ich weiß jetzt nämlich, wie stark. Stärke 70. Greift als letzter an, hat aber eine Treffergarantie. Stärke 75. Ja, der Nachteil, okay, der Nachteil ist eh ein irrelevanter, dass ich immer als letztes angreife. Aber da meine Initiative eh im Keller ist, passiert das ja so oder so. Aber dafür, dass ich eine Treffergarantie habe, ist nett, aber es ist 5 weniger Stärke. 5. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt dann brauche. Ich gebe mich geschlagen. Was für eine willkommene Abwechslung. Ich krieg 2016 Geld.